Und es geht wieder weiter. Heute geht es mit den Gitarren los. Ich darf starten beim Einspielen. Natürlich ist auch der gute Marc wieder am Start. Ja. Denn irgendeiner muss den ganzen Soundkram hier auch machen. Sonst wäre es ein bisschen doof. Das ist auch ein ganz heißer YouTube-Tipp. Man muss Strom in den Verstärker stecken. Oh. Habe ich rausgefunden. Habe ein Tutorial mir angeguckt. Okay. Und es funktioniert echt gut. Müssen wir mal ausprobieren. Noch zur Vorbereitung, ja? Den Schmutz können wir aber dran lassen vorne, das klingt dann schöner. Schmutz, die Mac Schmutz. Ja, wir brauchen Schmutz. Da sind wir wieder. 100 Songs später, weil das Album hat ja 20.000 Songs. Dazu haben wir. Du das sagst. Ja. Wir sind schon ein gutes Stück voran, aber noch lange nicht müde. Also machen wir einfach weiter. Ja. Ah, jetzt mache ich aber alle auf den. Nee, nee. Nur den. Ja, ist schon richtig, aber. Tag 2 und wir sind wieder an den Gitarren dran. Natürlich nicht nur ich, auch der Marc ist wieder dabei. Ja, ich bin auch da. Und er guckt, ob die Gitarre explodiert, wenn ich sie spiele. Weil wir wissen, das ist definitiv eine Gefahr, die beim Gitarrenspielen grundsätzlich auftreten kann. Ja. Was war die Dunkelziffer, wie viele Leute sterben jährlich an Gitarren, spontaner Gitarrenexplosion? Bestimmt über 1 Million. Weltweit aber. Ja. Ich glaube, gestern haben wir unfassbar interessante Sachen aufgenommen, wie ich denn so 10 Minuten lang still hier gesessen habe. Jetzt muss man kurz checken, wie das losgeht. Am Anfang. Das ist so ein Drum für Rumpadabadadabadadam. Richtig. Und dann los. Ah. Ah. Diese Ich bin auch der Typ, der bei Tekken oder Mortal Kombat oder Street Fighter die Figuren synchronisiert, weißt du? Okay. Hast du dir denn blutig gespielt? Nee, ich bin irgendwie hier so mit der Haut hängen geblieben. Das ist so ein bisschen. Zum Glück ist die Gitarre nicht explodiert. Ich glaube, da können wir uns erst ein Hauptsache. Da haben wir ja aber auch aufgepasst vorher. Und jetzt haue ich hier auch noch ein paar Feedbacks rein. Das Ding ist, da fliegen einem hier die Ohren weg, weil die Box ist laut. Und da denken wir schon, wir proben laut, aber das ist, ja. Aufnahme läuft. Hast du was gesagt? Ha? Hast du was gesagt? Ich sagte. Ich hab noch nicht aufgenommen, jetzt. Ein Pixelhead rein, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben noch was da. Wir haben noch was auf Halde. Roman hat immer schon gesagt, lieber ein Pixelhead mehr als einer zu wenig. Gut. Jetzt wird Akustik akustisiert oder was? Ich würde mal sagen, ja. Na denn? Ich hab da schon was vorbereitet. Oh nein. Nun starte ich meine Karriere als Folkrock-Sänger. Normal. Ja. Oh, danke sehr. Aber das war nur auf 100 Dezibel gerade auf meinen Kopfhörern. Ich danke dir. Gesundheit an der Stelle. War das überhaupt richtig?
nochmal, ja doch. Vielleicht lassen wir genau den Anfang so drin und dann fängst du neu an. Genau so hier. War das überhaupt richtig? Dann voll gut. War das überhaupt richtig? Oh ja. Und jetzt bin ich doch fertig mit meinen Gitarrenspuren. Das ist schon ein irgendwie komisches Gefühl, so ein bisschen. Hauptsächlich gut, aber so ein bisschen, wie sagt man denn, so ein bisschen nostalgisch ist das falsche Wort, aber mal so ein bisschen wehmütig. Genau, das ist das Wort, was ich haben wollte. Aber ich darf ja nochmal wiederkommen. Und zwar darf ich ja noch alles einsingen. Und ja, da freue ich mich natürlich drauf. Aber in dem Sinne, meine Gitarre ist durch. Komplett. Ich bin fertig. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Der Nilo würde jetzt dran sein und seine Gitarre einprügeln. Das wird wahrscheinlich mindestens genauso großartig. Also bleibt auf jeden Fall dran.